Wechsel auf Grün und ab geht die Post. Vorne Schmickler. Er hat sofort die Tür zugemacht für Wolfgang Land in dem bunten Porsche, den wir in der Mitte sehen. In diesem Dreikampf, während es hinten schon ab in die Botanik geht, da wird knallhart gefightet, um die Idealposition und um diese erste Kurve hineinzugehen. Und der Abdreher Klaus Graf angestupst und weggedreht. Und da verliert er natürlich alles am Boden. Doppelte Pirouette, die Reifen werden jetzt mehr als nur aufgeheizt. Da geht schon mal das Material flöten und er ist ganz am Ende des Feldes. Da so hat sich sein Rennen auch nicht vorgestellt. Da war ein kleiner Schubser vom Horst Farnbacher dabei, was sicherlich nicht ganz unbedingt so fair war. Aber im Bezug des Startgetümmels schon mal vorkommt. Die Autos liegen so dicht beieinander, das sind Zentimeterabstände, da kann man sich schon mal ganz klein wenig verspekulieren. Und ein ganz leichter Titscher beim Einlenken auf das Hinterteil reicht und dann geht der Kreisel los. Ja. Das natürlich jetzt geben könnte. Es geht fröhlich weiter. An der Spitze mit Frank Schmickler. So hat er sich das natürlich vorgestellt. Wenn schon Pole Position, dann auch wenigstens Platz 1 im Rennen. Der Kölner legt hier eine ganz tolle Anfangsphase hin. Und da sehen wir Horst Farnbacher. Bei ihm durfte der Sekt schon auf dem Overall getrocknet sein nach seinem tollen Rennen in Hockenheim. Ganz oben gestanden auf dem Podest. Das vor 150.000 Zuschauern, das geht natürlich runter wie Öl. Natürlich. Und er ist genauso ehrgeizig hier im Porsche Carrera Cup unterwegs wie im Supercup. Und er muss hier ganz genauso kämpfen um die Positionen. Im Spitzenfeld die Dichte hier genauso wie im Supercup. 6-7 Fahrer, die gewinnen können. Das ist die richtige Einwendung unseres Regisseurs, der mir da gerade aufs Ohr flüstert. Bei Porsche sind die Ersatzteile auch nicht gerade besonders billig, da hat er auch recht. Aber wir sehen hier den Horst Farnbacher, der die ganze Zeit an dritter Position gefahren ist. Der ist jetzt auf die sechste Position zurückgefallen, kämpft hier mit dem Frank Stippler. Da ist wohl auch irgendwas vorgefallen, dass da der ein oder andere Dreher drin war. Dadurch der Porsche Junior Marc Bazin auf den dritten Platz vorgerückt. An der Spitze nach wie vor der Frank Schmickler und der Wolfgang Land. Die Reihenfolge nach 13 Runden. Schmickler, Land, Bazin, Müller, Stäbler, Farnbacher, Stippler, Graf, Groß, Reutmeier auf 10, dann Müller, Hackel, Wilhelms. So sieht's aus. Allerdings Hans Wilhelms, er hängt schon eine Runde zurück. Schönes Duell zwischen Horst Farnbacher und Frank Stippler. Oder? Horst Farnbacher bekommt einfach den Frank Stippler aus dem Heck nicht los. Und der Klaus Graf, der pirscht sich sauber heran. Ja. Für ihn als Neueinsteiger ohne Frage eine sensationelle Saison. Nicht alle haben daran gedacht, dass er ganz vorne wird mitkämpfen kann.